Lieber Marc, du hattest im Alter von 23 Jahren eine Nahtoderfahrung, also du hattest auch früher schon mal eine, als du 3 Jahre alt warst, aber wir gehen jetzt mal zuerst auf die, die danach gekommen ist, ein, also im Alter von 23 Jahren. Wie kam das? In welcher Situation warst du damals? Ja, mit 23 ist man ja so mitten in der Blüte des Lebens und na klar, man strebt auch nach beruflichem Erfolg und auch in der Partnerschaftssuche und alles in allem ist man ja so in der Blüte und vor allem bei mir war es so, ich wollte auch einfach allen es recht machen. Also schon, da ging es auch um Anerkennung und trotzdem war immer überall Stress. Ich bin häufig umgezogen, das mit den Partnerschaften hat auch nicht wirklich richtig geklappt. Dann gab es noch viele Prüfungen. Das war einfach sehr herausfordernd, sehr viel. Und Du hattest Stress, war das praktisch der Auslöser dieses Erlebnisses? ja, Stress deshalb, weil es hat sich tatsächlich ein Stressulkus, also ein Geschwür gebildet, relativ schnell. Und wie das so ist, dann dachte ich, naja, dann brauche ich einfach nur mal ein bisschen Urlaub. Ich bin dann nach Mallorca geflogen. Und habe eigentlich alles das gemacht, was man nicht machen sollte, wenn man einen Stressulkus hat. Ich habe mich in die Sonne gelegt, ich habe lange die Nächte durchgefeiert und dann auch noch klar Alkohol getrunken. Und das war nicht gerade clever, denn das Stressulkus hat sich dann relativ schnell vergrößert. Und auf einmal habe ich gemerkt, hoppla, ich habe Blut im Stuhl. Und Wo war das? Wo war dieses Gespür? das war sehr weit oben im Solarplexus. Also ich hatte dann tatsächlich auch starke körperliche Schmerzen in der Und das ist Region. medizinisch festgestellt worden. Das ist definitiv medizinisch festgestellt worden, denn beim Rückflug habe ich dann auch tatsächlich Blut erbrochen und ich musste dann ins Krankenhaus eingeliefert werden. Und das ist alles auch recht schnell gegangen und im Krankenhaus habe ich noch Blutinfusionen bekommen. Was übrigens sehr interessant war, denn ich hatte das Gefühl, ich kann über den Menschen einiges sagen, dessen Spende ich bekommen habe. Die erste Spende war sehr angenehm. Es war ein Mensch, der war mit Sicherheit belesen, der war ruhig, der war sachlich. Ich glaube, das war auch ein Sportler, hat sehr gesund und bewusst gelebt. Also da kam auch schon zu den ersten Informationen über die Person. Also war das schon in dem Moment, als du diese Bluttransfusion bekommen hast, genau in dem Moment, dass du diese Informationen Ja, erhalten hast? genau. Und ich musste sogar mehrere Infusionen bekommen, aber trotzdem kam es dazu, dass ich dann zusammengesackt bin, weil der Blutverlust so hoch war, dass die Organe versagt haben. Und es krampften auch schon so richtig so die Finger zusammen. Und ja, es sind unschöne Sachen, was passiert, wenn die Organe versagen. Und ich habe dann nochmals Blut erbrochen und der Blutverlust war einfach so hoch. Ja, da hat der Körper nicht mehr mitgemacht. Hattest du dann einen Herzstillstand? Nein, Herzstillstand, nicht, dass ich wüsste. Ganz ehrlich, ich weiß sowieso da nicht mehr viel, weil in dem Moment, wo ich zusammengesackt bin, dann war eigentlich mehr so ein Filmriss. Also ich weiß nicht, was da genau passiert ist. Ich weiß nur, mir wurde schwarz vor Augen. Und ich habe dann auch nicht mehr im Nachhinein weitergefragt, was da mit meinem Herzen war. Also du warst da im Krankenhaus, bist du da gleich nach dem Flug ins Krankenhaus gekommen? Ja, also definitiv ich war der Letzte, der aus dem Flugzeug dann ausgestiegen ist oder dann direkt auch in den Krankenwagen begleitet wurde und dann mit Blaulicht ab ins nächste Du Krankenhaus. hättest ja eigentlich der Erste sein müssen. Also Ja. wenn der Blut herauskommt, wie kommt es, dass du der Letzte bist, der aus dem Flieger herauskommt? Du müsstest ja der Erste sein. Die Überlegung gab es auch als erstes, aber warum auch immer hat sich das Team da entschieden, lassen wir erstmal alle anderen aussteigen. Und in Wahrheit war ich auch ziemlich ruhig gestellt, also ich habe auch nicht mehr viel gesprochen, sondern ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. In dem Fall war es mir recht, so macht, was ihr wollt, weil ich war eh schon nicht mehr ganz bei mir. Also hast du schon beim Flug irgendwie Medikamente bekommen? Beim Flug habe ich tatsächlich nur mich übergeben und das war auch nicht so schön. Zumal
Naja, die Nachbarn haben gesehen, das war also Blut, was da rauskam und nicht das Übliche. Und dann wurde ich so ein bisschen separiert. Und Also du warst dann im Krankenhaus und du bist körperlich bewusstlos geworden. ja. Und was ist dann das Nächste, woran du dich erinnerst? Dann war tatsächlich alles vorbei. Und dann war wirklich schwarz. Dann war auch auf einmal Ruhe. Also vorher hatte ich noch gehört, was um mich drumherum los ist. Wow, und dann ging eigentlich erst das Wunder los. Sonst ergreift mich immer noch. Sorry. Hast du dann dieses Licht erlebt? Genau. Also du hast da zuerst noch eine Ruhe bewusst wahrgenommen. Ja, genau. Also nachdem alles schwarz wurde, kam dann diese Ruhe und ich war so friedlich, so wunderschön. Und erst war alles dunkel, aber dann kam tatsächlich ein Licht, ein kreisrundes, ganz hell strahlendes weißes Licht. Und das sah so schön aus. Und das kam auch immer näher. Und trotzdem hatte ich parallel das Gefühl, dass auch Bilder aus der, speziell aus der Kindheit kamen. Und diese Bilder wurden dann aber immer schwächer, immer weniger, aber dafür kam das Licht dann immer näher. Und das war sehr schön. Das hatte ich noch nie zuvor erlebt, so ein Frieden. Und da wollte ich auch unbedingt hin, denn das fühlte sich gut an. Und das Licht wurde immer heller und dann haben sich immer mehr Farben gezeigt. Und ich hatte das Gefühl, da ist was in diesem Licht. Und tatsächlich, je näher ich kam, umso mehr hatte ich das Gefühl, wow, da sind Seelen. Und ich kenne die und die kennen mich. Und da war so eine Verbundenheit, so viel Schönheit, wo es sich so friedlich angefühlt hat. Das ist ein Frieden, der ist unbeschreiblich. Das ist so ruhig und das Wind nach Hause kommt. Es ist einfach nur schön. Also da waren andere Seelen, hat sich das angefühlt wie so eine Seelenfamilie. Ja, genau. Aber das waren so viele Seelen auch, man kannte sich und das war einfach vertraut, so viel Tiefe und so viel Freude, so viel Liebe und endlich viel Liebe. Ja. Kannst du dich erinnern, dass da auch Menschen dabei waren, die du von deiner jetzigen Inkarnation kanntest, von deiner Kindheit her oder von deiner Jugend? Ja, genau, richtig. Also Also. waren das sozusagen, wie wir sagen, Verstorbene? Das waren mit Sicherheit Verstorbene, ja. Und auch Ahnen und ich weiß nicht, ob es wirklich nur Menschen waren, aber auf jeden Fall war da eine Verbundenheit. Und ja, es waren auch Verstorbene, ja, richtig. Also Großeltern, Urgroßeltern, ja. Kannst du dich erinnern, gab es da irgendeine Kommunikation? Das lief nonverbal. Oder vielleicht auch mental. Das war auf jeden Fall, es brauchte da keine Worte, keine Sprache. Das war Einklang, das war Austausch per Gedanken. Oder ja, das war einfach, und alle konnten mithören oder haben alles mitbekommen. Ja. Und weißt du noch, was da gesprochen wurde? Ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß einfach nur, dass diese Freude und dieser Frieden und die Liebe so intensiv war. Allein das hat sich so schön angefühlt und auch dieses Licht, es war auch, als ob das Licht gesprochen hätte. Und es war auch so ein Klangteppich da. Es hörte sich an wie tatsächlich Engelschöre, so so sphärische Klänge, die auch
so die ganze Zeit ein Klangteppich dargestellt haben. Und wie ging es dann weiter? Ja, im Grunde genommen weiß ich gar nicht, wie lange ich mich da aufgehalten habe, aber es fühlte sich so an, als ob da noch ein Schleier zwischen uns wäre. Ich konnte also nicht ganz herantreten oder eintreten in diesen Raum. Das hat sich für mich angefühlt, als ob ich da Stunden mich aufgehalten hätte. Und ich habe das einfach nur genossen, diese Stimmung. Aber im Nachhinein kann das gar nicht so lange gewesen sein. Und außerdem habe ich eine ganz klare Stimme gehört, die gesagt hat, du bist noch nicht so weit, du hast noch etwas zu erledigen. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich soll hier weg. Nein, das will ich nicht. Und dann hat es mich wieder zurückkatapultiert. In diesem Zustand bei deiner Seelenfamilie, kannst du dich erinnern, warst du dir dessen noch bewusst, dass du da momentan einen Körper hast, eine Inkarnation, dass es die Erdenwelt gibt, oder war das in dem Moment komplett ausgeblendet? Das war komplett vergessen, dass ich einen Körper habe, dass es die Erde gibt oder was auch immer. Das war einfach nur pure Freude und alles andere hinter mir war dann auch schon vergessen. Aber in dem Moment, wo dir gesagt wurde, du bist noch nicht fertig, da hattest du dann kurz noch dieses Bewusstsein, dass du Ja. eigentlich dann nicht zurück willst. Also war das dann plötzlich wieder da sozusagen. Ja, mit der Stimme, weil ja klar, hoppla, du kommst ja nicht rein. Der Türsteher, der will das noch nicht. Und dann hat es mich, genau dann, ach ja, und dann das hinter mir. Und dann bin ich praktisch wie durch diesen Tunnel, den ich hingekommen bin, auch genauso wieder katapultiert worden, so rausgezogen worden, ja. Gehen wir nochmal kurz auf diese Bilder ein, die du gesehen hast. Also, das wird ja oft berichtet, wenn man diesem Licht näher kommt, dass man diesen Lebensfilm erlebt oder eine Lebensreflexion. Kannst du dich erinnern, was waren das waren das bestimmte Situationen, die du da erlebt hast? Also bei mir es ging recht schnell in die Kindheit, da habe ich noch am meisten Erinnerungen von. Und es war beides möglich. Ich konnte mich selber sehen, also ich konnte mir selber zusehen, aber ich habe auch noch Dinge gesehen, wie ich es früher gesehen habe. Ganz viel war so Dinge, wo ich am Wasser war, am Meer war, wo ich dafür auch im Sand gespielt habe. Ich kann mich auch an Schulszenen erinnern. Aber es waren mehr so Bilder. Es war gar nicht so der Film, sondern wo dann ganz viele Bilder ganz schnell hintereinander sichtbar waren. Ja, also ganz kurze Schnitte sozusagen. Ja. Und dann bist du also in den Körper zurückgekommen, bist du dann sofort im Körper wieder aufgewacht? Ja, tatsächlich. Also ich lag dann im Bett vom Krankenhaus und bin dann aufgewacht. Und es hieß dann, also ich wollte nicht bleiben. Ich wollte am liebsten raus aus dem Krankenhaus und was auch immer. Ich wollte da unbedingt wieder zurück. Aber dann habe ich mich ruhig gestellt und ich glaube, was dann passierte, ich habe 2 Tage nur geschlafen. Ich habe weder was gegessen noch getrunken. Ich hing am Tropf und Hast du denen das gesagt, dass du, was du da erlebt hast und dass du weg wolltest? also im ersten Moment bin ich gar nicht dazu gekommen, weil da gab es keine große Diskussion, sondern ich wurde einfach nur ruhig gestellt, weil ich dermaßen randaliert habe. Und wie gesagt, nach den 2 Tagen Schlaf habe ich dann eigentlich nicht mehr so viel darüber gesprochen, was ich da erlebt habe. Also randaliert, das heißt, weil du irgendwie so enttäuscht warst oder sauer warst, weil du da zurück warst. Genau. Ja. Also ich wollte auf keinen Fall hier wieder zurück. Ja. Und hast du dann mal mit jemandem darüber gesprochen? Also ganz ehrlich, zu der Zeit hatte ich mich fast nicht getraut, weil ich hatte Angst, man könnte mich für verrückt erklären. In welchem Jahr war das?
Ja, gut, mit 23, jetzt bin ich 7 und das war, also 57 war es, also in den 80ern, ja. Ganz ehrlich, das hat ja auch ein bisschen damit zu tun, dass ich sage, ich wollte ja damals allen gefallen, ich wollte Anerkennung und das gehörte damals überhaupt nicht zu meinem Weltbild, mich da schwach zu zeigen und über Dinge zu reden, wo ich Angst hätte, man würde mich verurteilen. Also heute ist das ganz anders, aber damals war es tatsächlich so, ja. Und kannst du dich auch noch erinnern an das Erlebnis mit 3 Jahren? Was war damals? Ja, gut, ich habe eine Aneurysma, meine Luftwege sind sehr eng und auch die Bronchien sehr angegriffen. Und damals hatte ich eine Erkältung und ich drohte zu ersticken. Und dieser Erstickungstod, der Kampf mit dem Körper um das Überleben ist tatsächlich schön, anstrengend. Das ist, boah. Und da war es tatsächlich so, dass ich dann auch, ich weiß noch, dass ich auch diesen Punkt erlebt habe, wo auf einmal Frieden war, wo war auch an Stille war. Es war dann auch wieder schwarz, sonst kam auch wieder der Tunnel. Und das Licht, daran kann ich mich noch schon noch erinnern, aber ich kann mich nicht so intensiv daran erinnern, wie es dann das zweite Mal war. Aber es hatte Parallelen. Und noch zu diesem Erlebnis mit 23, wie ist das dann medizinisch weiter verlaufen? Bist du dann wieder schneller gesund geworden? Also der Stressursus wurde ja definitiv festgestellt durch die Gastroskopie. Da schluckt man einen Schlauch mit der kleinen Kamera und dann konnte man genau sehen, aha, da ist das Magengeschwür. Das wurde auch mehrfach dann noch beobachtet und klar gab es dann aufbauende Präparate, Medikamente. Also es wurde klar alles medizinisch begleitet und ist auch dann schnell geheilt, sogar relativ erstaunlich schnell. Das ist eben der Grund, warum ich frage, weil Menschen, die aufgrund so medizinischer Schwierigkeiten ins Krankenhaus kommen und dann so eine Erfahrung haben, so eine Lichterfahrung, bei denen ist das sehr oft, dass die sehr schnell gesund werden, sodass auch die Ärzte oft ganz überrascht sind oder sich das überhaupt nicht erklären können. Das kann ich tatsächlich bestätigen. Das war erstaunlich schnell die Heilung, ja. Und das ist eben leider auch so ein Merkmal dieser Phänomene, über die so im Fernsehen oder wenn so oberflächlich berichtet wird, ja, das ist angeblich alles nur Gehirnchemie. Und diese erstaunlichen Heilungen, über die wird leider dann auch oft gar nichts gesagt, obwohl das etwas sehr Auffälliges ist. Ja, doch, kann ich bestätigen. Und auch danach, wenn ich Verletzungen hatte, auch heute noch, heilen die tatsächlich erstaunlich schnell. Ja. Und dieses Erlebnis, wie hat das dann so dein Leben weiter beeinflusst? Also letztendlich war mir klar, die wahrhaftige Heilung finde ich nicht in der Schulmedizin. Und deshalb habe ich mich auch schnell aufgemacht und geguckt, was gibt es für Alternativen. Das Interessante ist aber, dass ich dann nach kurzer Zeit einem Heiligen begegnet bin und ich hatte das Gefühl, bei ihm bekomme ich die wahrhafte Heilung. Also Wer ich war habe das? Scheich Nasim auf Zypern. Er ist leider schon mittlerweile gestorben, aber er ist auch völlig unauffällig oder gar nicht aufdringlich. Im Gegenteil. So ein freundlicher, lieber alter Mann, der man einfach nur mich anguckt und durch die Augen spricht, wo ich das Gefühl habe, da gab es eine Begegnung, die hat nur eine Minute gedauert und da war ein Datenaustausch. Das war unbeschreiblich. Da ist in einer Minute so viel passiert, wie vielleicht sonst in Stunden oder in Tagen. Wie bist du auf den gekommen? Ich habe tatsächlich einen Nachbarn gesprochen, der ihn kannte, und das hat mich aufmerksam oder auch neugierig gemacht. Und dann war mir klar, ich möchte zu ihm hin. Das hat mich einfach gezogen. Und ja, dann habe ich es halt beim nächsten Urlaub umgesetzt und so kam es dazu.
Also dieses Geschwür, was du damals hattest, das ist zwar schnell gesund geworden, aber du hast dann irgendwie noch weiter nach Heilung gesucht, kann man das so sagen? Das kann man so sagen, weil die Gefahr ist ja, wenn man so weitermacht, dass man das Sitzenwagengeschwür bekommt, und das wollte ich auf keinen Fall. Und das war klar, da muss etwas Grundlegendes geändert werden. Und das ist auch passiert. Das Interessante ist, dass meine Veränderungen, es waren ja auch wirklich Persönlichkeitsveränderungen, tiefgreifend, dass die für mich zu jeder Zeit immer stimmig waren. Ich habe mich zwar verändert, aber es war immer authentisch und richtig und stimmig. Es hat aber nicht Schnipp gemacht und dann war ich ein anderer Mensch, sondern es war ein Prozess von bestimmt einem halben Jahr, wo sich auch vieles in meinem Umfeld verändert hat. Klar, ich habe mich verändert und das hat natürlich auch im Umfeld Veränderungen mit sich gezogen. Und dieses Erlebnis im Alter von 23 Jahren, hast du das jemals in Frage gestellt, ob das ein Traum war oder eine wirkliche Jenseitserfahrung? Nein, das habe ich nicht. Nee, das kann man nicht. Es ist einfach zu ergreifend, als dass man sich sowas ausdenken kann. Also ich bin ja jetzt auch noch emotional, wenn ich nur daran denke. Denn das, was ich da erlebt habe, ist so besonders. Ich kann mir nicht vorstellen, was man sich sowas ausdenken kann. Ja, ich Außerdem frage war. das deswegen, weil das ja immer wieder Ja. gesagt wird von Ja. Menschen, die es natürlich selber nicht erfahren haben, Ja. dass das nur Träume waren. Also ich kann es natürlich nicht erklären, begründen, aber ich kann nur so viel sagen, dass was ich da erlebt habe, das ist einfach nicht von dieser Welt. Und ich bin eigentlich auch von Haus aus eher kritisch, rational denkend und Beweise und, ja, aber da wurde ich dann auch mal mit Dingen konfrontiert, die kannte ich einfach nicht. Das konnte ich mir auch nicht erklären. Gehen wir nochmal darauf zurück, dass du gesagt hast, du warst der Meinung in diesem Moment, als du diese Bluttransfusion bekommen hast, du weißt, von wem das ist. Also, was auch bekannt ist von NATO-Erfahrungen, wenn man sowas hat, dass Menschen danach oft hellsichtig werden oder hellfühlig, irgendwelche Hellsinne haben. Eine mögliche Erklärung wäre, dass du mit 3 Jahren schon diese Erfahrung hattest, dass du dadurch schon hellsichtig geworden bist. Aber was hast du dir damals gedacht? Du hast da diese Informationen bekommen über diese Person, von der dieses Blut gekommen ist. Was hast du dir dann gedacht? Das müsste ja irgendwie ungewöhnlich gewesen sein für dich. Also ich weiß noch, bei der ersten Transfusion, da habe ich gesagt, diesen Menschen, diesen Spender möchte ich unbedingt kennenlernen, der ist mir so sympathisch. Ich konnte ihn sogar beschreiben. Also ich habe ein großer, schlanker, sportlicher Mann, ungefähr so um die 35, 40, der liest gerne und achtet auf gute Ernährung, Also trinkt hast du da, während du schlecht. dieses Blut bekommen hast, plötzlich so eine Vision davon gehabt, wie der aussieht? Ja, genau. Also ich habe sogar das Blut geschmeckt sozusagen, oder ich hatte das Gefühl, ah, er ist ja eine Äpfel. Also ich hab richtig ein Bild gehabt, wie er aussieht, was für einen angenehmen Charakter er hat. Also da kamen sehr viele Informationen. Also ich hatte wirklich Lust, diesen Menschen nochmal kennenzulernen. Ja. Hast du dann tatsächlich gefragt, ob du den kennenlernen kannst, Ja, oder? wahrscheinlich, ja. Und was war die Antwort? Ja, die haben gelacht und haben gesagt, ja, diese Spenden sind schon anonym und das wäre nicht üblich. Und war das dann öfter noch, dass du solche Visionen hattest? Also es gab noch weitere Blutspenden, wo ich dann auch noch weitere Informationen von den Menschen bekommen habe. Aber darüber hinaus das Interessante war, dass ich bei Menschen dann teilweise ein Lichtnebel um ihren Körper drumherum gesehen habe, was wir heute als Aura bezeichnen. Also damit fing es immer an, dass ich mir die Augen gerieben habe und dachte,
Also das war ja völlig neu. Wieso können die, wieso haben die so einen wirklich schönen, strahlenden Nebel um sich herum, den sie mit sich tragen? Und wenn sie sich bewegen, geht er mit und strahlt und scheint. Das war für mich schon sehr intensiv. Das hat mich teilweise sogar geblendet, so hell war es. Und dieses Ganze, dieser Weg, also diese Erfahrungen und diese Begegnung mit dem Heiler, das hat ja dann letztlich dazu geführt, dass du auch Menschen hilfst. Was sind das für Menschen, die zu dir kommen, haben die bestimmte ähnliche Probleme? Also tatsächlich habe ich dann gelernt, damit umzugehen, was dann auch der Heilige auch gefördert hat. Also er hat auch mir schon einiges erklärt. Ich habe ihn viel gefragt und ich war ganz dankbar über die Antworten. Ich war immer neugierig, ich wollte immer viel wissen, aber bei ihm habe ich das erste Mal die Antworten bekommen, die wahrhaftigen Antworten. Also viele haben was gesagt, aber ich habe es nicht verstanden. Und bei ihm war es ganz einfach. Und dann habe ich festgestellt, dass ich war auf einem Spaziergang, habe mich dann auf eine Parkbank gesetzt beim Spielplatz. Ein Kind an der Schaukel hat sich verletzt und kam zu mir gelaufen und hält die Hand hin. Und ich habe dann etwas gemacht mit dem Kind mit der Hand und habe dann gefragt, wo sind denn deine Eltern? Und dann zeigt das Kind auf die Parkbank neben uns und die Eltern gucken uns so an und ich habe gesagt, wieso kommst du zu mir? Und nicht, warum gehst du nicht zu deinen Eltern? Und dann meinte das Kind, das Mädchen, weil ich gerne meine Schmerzen weghaben wollte. Und tatsächlich, es hat dann, die Schwellung wurde weniger, es hat nicht mehr, das Mädchen hat nicht mehr geweint, sondern die war dann auch ruhig und. Und dann habe ich das erste Mal gemerkt, hoppla, ich mache hier irgendwas. Ich weiß noch nicht, was ich mache, aber es scheint zu helfen. Arbeitest du dann heute auch mit Handauflegen? Ja, das war dann tatsächlich das erste Mal, dass mir bewusst geworden ist, hey, da ist ja etwas und damit kann ich arbeiten. Und habe mich dann auch tatsächlich ausbilden lassen zum Heiler. Und was dann auch natürlich weiter vorangeschult wurde, war dann auch der hellsichtige Blick, also speziell die Auren lesen, Chakren lesen und was das sagt, ja, was die Farben bedeuten, wo sind Stauungen, wo sind Schleier oder Klümpchen, Bröckchen, wie geht man damit um, was sagen die aus? Das ist tatsächlich heute meine Tätigkeit, ja. Bei wem hast du diese Ausbildungen gemacht? Es waren letztendlich mehrere Ausbildungen, einmal bei der Prana Germany e.V., dann habe ich auch Reiki-Ausbildung bekommen, TQM, also chinesische Quantummethode oder auch noch andere, vielfältige andere Techniken. Also letztendlich habe ich aus all dem dann auch mein Ding gemacht, was für mich am stimmigsten ist. Aber ich finde es auch wichtig, dass ich keine Schablone habe. Also wenn jemand zu mir kommt, dann ist jeder anders, jeder ist neu, jeder mit ihm gehe ich auch unterschiedlich um. Also da gibt es jetzt nicht so läuft. Müssen die Menschen zu dir kommen, also örtlich zu dir, oder machst du das auch übers Internet? Das mache ich auch übers Internet, also über Zoom. Und Tesla hat ja schon gesagt, dass wenn man Energie über die Ferne schickt, sie sich sogar noch vermehrt. Also sie nimmt noch mehr Energie auf. Also es ist auch, finde ich, eine schöne Methode, Fernbehandlung zu geben. Ich mache das sehr gerne. Natürlich auch vor Ort, weil ich auch Menschen gerne anfasse oder begreife. Und trotzdem ist das über die Ferne genauso gut möglich, ja. Lieber Marc, vielen Dank für diese interessanten Beschreibungen und alles Gute dir. Ich danke dir.